Endlich ist es soweit. Das wohl größte Sims 4 Update seit langem wurde offiziell veröffentlicht, welches ich euch in diesem Video zusammenfassen möchte. Bevor das Highschool-Leben Erweiterungspack am 28. Juli für alle möglichen Plattformen erscheinen wird, wurde gestern Abend ein großes vorbereitendes Update für die Sims 4 veröffentlicht. Dieses bringt nicht nur ein, nicht zwei, sondern direkt vier große Features im Baumodus, Erstelle einen Sim und im Live-Modus hinzu. Aber der Reihe nach beginnen wir mit dem Erstelle einen Sim-Modus. Hier gibt es jetzt endlich die lang ersehnte Körperbehaarung im Spiel. Anders als in The Sims 3 wird diese nicht einfach über den ganzen Körper geklatscht, sondern kann detailliert für den Oberkörper, Arme, die Beine und den Rücken definiert werden. In der Arme-, Beine- und Rückenkategorie können wir aus zwei Varianten wählen, beim Oberkörper aus drei Stück. Diese steht ebenfalls in denselben Farben wie auch die anderen Haare im Spiel bereit. Mit dem Highschool-Jahre-Erweiterungspack wachsen diese dann ebenfalls auch. Weiter zu den sexuellen Orientierungen, die bei den Sims jetzt gewählt werden können. Diese stehen in den Geschlechtsanpassungen bereit und lassen sich in drei Abschnitten genauer definieren. Dieser Sim fühlt sich romantisch hingezogen zu, dieser Sim probiert sich in Sachen Liebe noch aus und dieser Sim ist daran interessiert, ein Techtelmechtel zu haben mit. Zum Herumprobieren haben die Entwickler im dazugehörigen Blog-Eintrag Folgendes geschrieben. Sims, für die diese Einstellung auf Ja gesetzt wurde, besitzen eine im vorherigen Schritt festgelegte sexuelle Neigung, die sich jedoch während des Spiels ändern kann. Durch romantische Interaktionen kann sich euer Sim in eine ganz andere Richtung entwickeln, als zu Beginn festgelegt wurde. Wenn ihr nichts an den Voreinstellungen ändert, sind eure Sims wie aktuell auch interessiert an männlichen und weiblichen Sims. Weiter geht es mit dem Baumodus, in dem wir überraschenderweise runde Wände ins Spiel erhalten haben. Dieses Feature wird besonders für Baumodus-Fanatiker interessant, funktioniert aber ein kleines bisschen anders als die bereits im Spiel vorhandenen Wände. Hier könnt ihr aus drei verschiedenen Größen wählen, an die jeweils eine unterschiedliche Zahl an Fenstern passen. Welche hier platziert werden können, seht ihr mit den entsprechenden Filtern in der Fensterkategorie. Einige der Fenster lassen sich nur an geraden Wänden platzieren, manche sind für abgerundete Wände in L und XL geeignet und andere können an allen der drei Wandtypen platziert werden. Außerdem lässt sich eine abgerundete Wand immer nur in einer Farbe einfärben, ein gegenteilig geformtes Stück für die Wand gibt es leider ebenfalls nicht. Eine weitere Ergänzung ist dieser Bodenbelag in ein paar verschiedenen Farben, der recht rustikal aussieht. Und als letzten großen Punkt gibt es neue Wünsche und Ängste, die wir auch schon aus The Sims 2 kennen. Die Wünsche gab es schon bis vor ungefähr einem Jahr, bevor diese von den Entwicklern aus dem Spiel entfernt wurden. Diese haben eine Überarbeitung erhalten und beziehen sich jetzt eher auf die Merkmale der Sims. Meine Sim-Dame beispielsweise möchte einen anderen Sim küssen, weil sie romantisch ist. Neu sind allerdings die Ängste, die sich leider nur auf Basisspielinteraktionen und Situationen aus dem Highschool-Leben-Erweiterungspack beziehen. Diese ergeben sich aus Situationen heraus und können ebenfalls auch überwunden werden. Hier seht ihr ein paar der Ängste, die eure Sims hier in Form eines temporären Merkmals erhalten können, beispielsweise die Angst zu scheitern, Angst vor dem Schwimmen, Angst vor Feuer, Angst vorm Dunkeln und so weiter. Das Feature kann ebenfalls über die Option deaktiviert werden. Und zu guter Letzt wurde ebenfalls das Handymenü der Sims ein wenig überarbeitet, welches jetzt in Apps und Kategorien aufgeteilt wurde. Ebenfalls sind hier ein paar neue Menü- und Handyhüllenfarben hinzugekommen, nichts Spannendes aber. Das war's mit dieser Update-Zusammenfassung. Welches Feature fandet ihr am spannendsten? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.